Hallo, grüezi, Mobbing und herzlich willkommen zu der Meta-Arena Nummer 225. Wie immer mit dabei, der Jens. Sali Jens. Hi, kurz. Ja, wir fangen gerade an mit der Rückkopplung zu der Meta-Arena Nummer 224. Da schreibt der OT, gern mehr von dir, Lord Dodo. Dazu kann man sagen, wir sind uns einig geworden, er wird öfters dabei sein, aber nicht fix. Also es ist immer noch so ein kurz Jens-Gedöns Meta-Arena, wie man es kennt, aber als regelmäßig oder unregelmäßig, aber häufigerer Gast, so ist das, sind wir verblieben. Haben ihm sofort die Einladung rausgelassen für heute Abend, hat er schon das erste Mal müssen absagen, hat Besseres zu tun. Und er hat so etwas vor Recht. Ja, total, das stellt also gar niemand in Frage. Darum, er wird aber sicher bald wieder mit dabei sein. Dann nehmen wir den gerade schon vor, der Lord Dodo hat geschrieben, Kommentar einfach, damit einer da ist. Mein Senf habe ich schliesslich live dazugegeben. Danke, Dodo. Der Joghurtbecher schreibt, zum Argument, dass die Schweiz im Kriegsfall eh keine Chance hätte. Auf dem Papier hat die Ukraine auch noch nie eine Chance gegen Russland gehabt. Ein Großteil der westlichen Hilfe haben sie erst bekommen, nachdem sie am Anfang des Krieges bewiesen haben, dass sie fähig und willig sind, sich zu verteidigen. Mit der bringt eh nichts, lassen wir es durch sie denkweise, während wir im Zweiten Weltkrieg wahrscheinlich annektiert und entneutralisiert wurden. Ja, aber auch nein. Also ich weiss nicht, wer jetzt der Vorwurf genau gerichtet ist, wegen dem bringt eh nichts, lassen wir es doch sein. Weil das... Ja, das hättest du bei unserer Unterhaltung dort schon rauslösen können. Wenn so eine Note schwimmt dir dann automatisch bei einem, findest du ja, nein, komm, wird eh nichts und so. Ja, meine Hauptkritik war also, schon die Schuldenbremse. Ich habe gesagt, hey, finanziert doch die Armee, wie wir lustig sind, aber nicht auf Kosten von Bildung und Sozialem. Das nur eins. Aber ja, Zweite Weltkrieg, schwieriger Vergleich, weil dort haben wir uns ja mehr mit dem Aggressor, der uns hätte gefährlich werden können, sehr gut arrangiert. Und mit praktisch allen anderen auch. Ja. Und also, Neutralität, das schauen wir dann mal noch an, sobald ich mich richtig darauf vorbereitet habe, weil Neutralität im Zweiten Weltkrieg ist auch eine ganz spannende Thematik, aber eine für sich. Heute kann man sagen, ja, wir müssen halt einfach so viel liefern, damit uns die NATO schützen, im schlimmsten Fall. Tja. Wenn die NATO uns angreift, also wenn der Feind in Blau kommt, dann können wir wirklich sagen, bringt eh nichts, lassen wir es doch sein. dann ist es gelaufen. Jens, Ergänzungen? Nö, passt, danke. Also du darfst gerne noch reingrätschen, wenn du nicht der Meinung bist, was ich da über die NATO labere, aber gegen die NATO... Nein, unwahrscheinlich, sehr unwahrscheinlich. Aber ja. Auf jeden Fall sagen wir zum Feedback. Merci, dass Sie mitmachen. Dann bedanken wir uns für die Spenden beim Dodo und beim Go Kenji. Und dazu sagen wir natürlich auch. Wunderbar, danke. Regio TV. Oh yeah. Tele 1 Nachrichten. Darf ich einfach noch schnell erwähnen, wie fix ich jetzt all die Clips am Start hatte? Nicht schlecht, ja. Einfach. Aber die sind auch erwartbar gewesen. Also wenn du sobald einen flexiblen brauchst, dann wird es wieder schwierig. Aber es wird. Ich habe Tele Bern geschaut. Wir sind ja zwei Wochen, wo wir aufarbeiten, weil wir ein Sendung ausgelassen haben. Darum zwei Wochen Regio TV. Wir fangen an am Montag, 26. Februar mit Tele Bern News. Es geht ums Museum für Kommunikation.
Das Museum für Kommunikation stellt neben der neuen Stiftungspräsidentin, der Politikerin Melanie Mettler, heute auch die Pläne für die Zukunft vor. Vor allem in den Themen Nachhaltigkeit und Digitalisierung will das Museum vorankommen. Es sind zwei Projekte, die sicher mir sehr am Herzen liegen. Das eine ist, dass man im Nachgang zu der Ausstellung Planetopia sehen konnte, dass man den CO2-Ausstoß vom Museum um 20-30% reduzieren konnte. Da kann das Museum sicher als Vorbild vorausgehen. Und das andere Projekt, das natürlich wahnsinnig spannend ist, ist die neue Plattform, wo man das Archiv zusammenbringen kann. Das neue Online-Portal ist seit wenigen Tagen auf der Homepage vom Museum verfügbar. Es erleichtert die wissenschaftliche Datenbanksuche und stellt Dokumente, Fotos oder auch Interviews zur Verfügung. Ist geiler Scheiß. Ich finde es einfach ein bisschen traurig, dass meine Konsole aus der Kindheit dort bereits als Exponat registriert sind. Die Idee vom Online-Portal kommt den Verantwortlichen wegen einem ganz bestimmten Grund. Es war tatsächlich Corona. Man hatte keine Möglichkeit, ins Archiv oder ins Museum zu gehen. Und deswegen mussten wir uns überlegen, wie können wir den Leuten trotzdem unsere Inhalte vermitteln, die Forschung ermöglichen und eine Teilhabe zu gewähren. Das Projekt kostet rund 700'000 Franken und ermöglicht heute Besucherinnen und Besucher einen Zugang zu diversen Hintergrundinformationen. Wir haben jetzt hier so eine konfiszierte Guetzli-Box von einem sogenannten Schwarzsender, das heisst von einem illegalen Radiosender. Wenn ich das suche auf dem Online-Portal mit Schwarzsender, Radiopiraterie, solche Stichworte, dann finde ich sofort einen Artikel und auch den Gegenstand in der Sammlung, verzeichnet im Katalog. Gleichzeitig setzt das Museum künstliche Intelligenz ein und verbessert so die Bildersuche. Stetige Weiterentwicklung steht bei den Verantwortlichen im Zentrum und in Zukunft soll einiges gehen. Sie setzen künstliche Intelligenz ein? Hä? Das war einfach ein Punkt, wo das Konzept ausgearbeitet haben für die vorgesetzte Stelle. Ja, komm, schreib noch etwas von KI rein, das ist gerade modern. Der Vorgesetzte, oh Scheiße, KI, geil, aber ich komme nicht raus. Aber es hat es drin, also finden wir es gut. Komm, unterstützen wir es lieber, sonst merkt man nur, dass ich nicht rauskomme. BEF bewilligt sie bei 100'000 Stutz KI. Aber was genau die KI macht, niemand weiss es. Bildersuche? Ja. Wow. Danke, Jens. Wir wollen schauen, inwieweit ein hybrides Museum beispielsweise von Interesse ist, dass man die digitale Welt und die analoge Welt zusammenbekommt. Also es gibt noch ganz viele Ideen, die wir weiterentwickeln wollen und schauen, was passiert und uns überlegen, wie wir die Nutzung und die Erlebbarkeit von unseren Archiv- und Sammlungsobjekten wie zu vergrößern. Mit dem Abschluss des Projekts sind schon mal ein Meilenstein erreicht. Trotzdem sind also noch weitere Pläne auf der Zukunftsagenda. Bist du schon mal gewesen? Gutes Museum, würde man gehen. Bist du schon mal gewesen? Nö. Aber du hast etwas, was noch würde geben. Kann mir das schon mal geben? Ja, kann man empfehlen. Das ist auch wieder lang her. Und es hat hier schon Konsolen von meiner Kindheit in den Ausstellungsboxen gehabt. Also Das wäre dann nur noch mehr. Ja. Fast eine Familie hat man auf dem alten Fernseher können schauen. Das hat mich auch sehr amüsiert. Und allgemein, es ist halt also das PTT, es hat halt wirklich noch die traditionelle Postgedöns und so. Ja, kann man machen. Ergänzungen? Nee. Dann kommen wir zum Dienstag, 27. Februar. Es geht um Kirchensteuern. Fast 40 Millionen Franken. Sehr viel Kirchensteuer haben Unternehmen im Kanton Bern allein im 2021 gezahlt. Das soll sich jetzt ändern. Eine Motion, die der Grossrat in der Frühlingssession behandelt, will, dass Firmen die Steuern nur noch auf freiwilliger Basis müssen zahlen. Ganz ein problematischer Ansatz. Aber wir hören uns die Idee mal an. Heute im Talk-Täglich-Studio ist diese Massnahme umstritten. Es geht um die Finanzierung von einem sehr breiten Angebot, wo ein Bedürfnis ganz klar dafür vorhanden ist. Das sagt jetzt der Kirchenmensch. Also wenn das die Kirche nicht mehr machen würde, muss irgendjemand einspringen. Und wir sind überzeugt, es würde nicht günstiger, wenn zum Beispiel der Staat das übernehmen müsste. Darum haben wir das Gefühl, der Kanton Bern geht hier mit der Kirche eine sehr gute Partnerschaft ein und die sollte man beibehalten.
Nur ist das Angebot halt dann wie nicht für alle. Also ja, theoretisch ja, steht es schon allen offen, aber will ich eine reformierte Seelsorge, wenn ich Atheist bin? Dann eigentlich ja wie nicht. Aber wollt ja. Ich überhaupt, dass meine Kohle irgendwo an die Kirche geht? Ja, eben, du kannst privat kannst es entscheiden, aber als Unternehmen nicht. Hm. Also, um noch voll auf Klischees aufzuspringen, die muslimische Dönerbude muss auch Kirchensteuer zahlen für die reformierte und die katholische Kirche. Aber ja. Es gibt sehr viele Organisationen, die wichtige gesellschaftliche Leistungen bringen. Da gehört Kirche selbstverständlich dazu. Es gibt andere Religionsgemeinschaften, die machen das so. Oder NGOs, die bekommen alle auch keine Kirchensteuer. Und dort muss man mit gleichen Ellen messen. Und darum kann man das meiner Meinung nach gut abschaffen. Das war Tobias Vögeli, GLP. Seiner Meinung nach kann man das gut abschaffen. Also er redet von der Abschaffung von der Kirchensteuer für Unternehmen. Die Idee ist ja aber, dass sie es immer noch freiwillig könnten zahlen, wenn ich das richtig verstanden habe. Was sagen jetzt die Unternehmen da dazu? Natürlich. Wenn man selber so eine Änderung wünschen, ist klar. Dort, wo man heute als Privater selber entscheidet, sollte man das als juristische Person auch machen können. Es geht um die Landeskirchen und je nachdem, wie man selber, was man für einen Hintergrund hat als Firma oder als CEO, ist es unter Umständen sogar wird es eine Herausforderung. Aber ich glaube, die Freiwilligkeit wird das Gespräch zwischen Unternehmung und Kirchen sehr fördern. Die Kantonsregierung. Liberalismus. Das würde das Gespräch sehr fördern. Sie meinen, sie können betteln. Schaut der Vorstoss im Kontext der Religionsfreiheit an und empfiehlt ihn darum zur Annahme. Sagt aber auch, der Regierungsrat würde bei der Annahme sehr sorgfältig prüfen, was das für Konsequenzen hat auf die Kirchengemeinden, die heute Leistungen im gesamtgesellschaftlichen Interesse erbringen und sicher auch prüfen, wie dass man das Anliegen verfassungskonform umsetzen könnte. Über die Kirchensteuer debattiert als nächstes der Grosse Rat in seiner Frühlingssession. Die startet nächste Woche. Jetzt ist es einfach, ich weiss nicht genau, wie es im Kanton Bern ist. Im Kanton Zürich kenne ich es ein bisschen besser, weil ich damals bei den Jungfreisinnigen war, wo die Jungfreisinnigen wollten die Kirchensteuer für Unternehmen komplett abschaffen. Volksinitiative war, man hat im Kanton darüber abgestimmt, die Leute haben Nein gesagt. Das heisst, die Unternehmen im Kanton Zürich zahlen immer noch Kirchensteuer. Dort hat man es einfach abgeschafft, ersatzlos gestrichen. Und da in Bern könnte man es dann immer noch freiwillig zahlen. Aber halt freiwillig. Was ich jetzt gesehen ist, es fallen dann einfach Steuereinnahmen weg für Dienstleistungen, die eigentlich die öffentliche Hand müsste erbringen. Mhm. Man redet da jetzt in Bern von 40 Millionen Franken. Das heisst, man müsste eigentlich die religiös-konfessionell bundene Kirchensteuer abschaffen und ersetzen durch eine Sozialsteuer, schieß mich tot, damit die Unternehmen immer noch Seelsorgespitäler, Hospizen und so weiter mitfinanzieren. Weil das sind ja die öffentlichen Aufgaben. Das wäre ein sehr nice Approach, ja. Und dann werden viele wieder sagen, ja, warum der ganze Zauber, dann lassen sie doch einfach Kirchen machen, die machen das auch schon. Aus ja. Freidenker-Sicht, das ist auch öffentlich bekannt, dass ich Mitglied bin von der Freidenkervereinigung Schweiz, bin ich natürlich gegen Kirchensteuer, klar, abschaffen, das sage ich. Nur wegen dem nicht nach, also weißt, die Gefahr ist dann halt, dass, aha, jetzt fehlen die 40 Millionen, ja, dann streichen wir halt das Angebot, dann können wir selber schauen. Ja. Dass die Unternehmen, die das freiwillig zahlen, das wird es halt nicht richten. Und im Kanton Zürich kenne ich es ein bisschen besser. Dort ist der interessante Fakt, dass die Unternehmenssteuer, Unternehmenskirchensteuer, die ist zweckgebunden. Die darf nicht in kultische Handlungen fliessen. Das heisst, nicht in religiösen Zauber, sondern eben in so soziale Massnahmen. Das heisst, wenn Zürcher Unternehmen Kirchensteuer zahlen, fließt das auch wirklich in die sozialen Massnahmen für die gesamte Bevölkerung. Das war ein grosses Plus-Argument, um die Kirchensteuer beibehalten, damals im Abstimmungskampf. Was mir im Abstimmungskampf auf den Sack gegangen ist, ist bei den Leuten, die gar nicht mehr religiös sind, nicht mehr religiös leben, aber immer noch bei den Kirchen dabei sind, die sagen oft als Argument, ja, aber die machen da so viel Gutes. Wenn man jetzt aber das Budget nimmt von der reformierten Kirche im Kanton Zürich, und dort die Unternehmenssteuern abzieht, weil die sind da zweckgebunden. Die dürfen nicht in kultische Handlungen fliessen. Das heisst, alle, die privat noch Mitglied sind, finanzieren genau die kultischen Handlungen und eben nicht das Soziale, die es finden, aber Kirche macht so viel Gutes.
Das heisst, wenn ihr Privatpersonen sind, tretet doch einfach aus. Das wäre es von meiner Seite. Jens, Ergänzungen? Ich stimme dir zu. Dann kommen wir schon zum Donnerstag, 29. Februar, und es geht wieder mal um den ÖV, das mal um Tram. 130 Millionen Franken, so viel gibt Bernmobil für die neue Tram von Stadler Rail aus. Vor 4 Monaten hat das erste davon die Jungfernfahrt in den Berner Strassen gehabt. Seit der Einführung kommt es aber immer wieder zu Problemen. Jetzt hat Bernmobil die Auslieferung der restlichen 18 Tram gestoppt. Kommt das von irgendeiner anderen Stadt, der bekannt von? Yeah. Eigentlich jede. Ich denke konkret jetzt an Zürich und Basel. Ja, aber grundsätzlich jeder größere Equipment-Rollout ist einfach immer so, ah ja, toll. Das finde ich irgendwie nicht so, ja. Das Geilste habe ich immer noch gefunden, das Zürich, wo es nicht um Kurven herum haben mögen, weil sie es falsch berechnet haben. Das ist schick gewesen. So. Freunde, ernsthaft. Mit Plattform J berichtet. Es sind diverse Sachen. Einerseits sind das Problem jetzt zum Beispiel Türstörungen, die kann und vorkommen, oder Klimaanlagen, die noch nicht ganz so funktionieren, wie wir das gerne hätten. Dazu ist nachher noch das Handling von der... Also er meint eigentlich... In den Postauto und Stadtbus zu Winterthur zieht es und es ist kalt. Fahrdienstangestellte, die geschult werden müssen, was sehr komplex ist, und auch noch die Infrastruktur, die auch noch miteinander zusammenspielen muss. Also das ist quasi wie ein Uhrwerk, wo jedes Rädchen ineinander gehen muss, damit nachher das System Tramlink auch richtig funktioniert. Und wenn die Zahnrädchen eben nicht richtig ineinander greifen, dann kommt es für Bernerinnen und Berner zu Verspätungen. Das ist ja der Hauptgrund für einen Auslieferungsstopp. Also um in der Analogie vom Zahnrädchen bleiben, das heisst, die Lösung, wenn die sich irgendwo verklemmt ist, ihr rupft einfach eins raus. Dreht dann nicht gar nichts mehr, wenn man es... Das heisst aber nicht, dass Bernmobil komplett auf die neue Tram verzichtet. Zusammen mit Stadler Valencia hat Bernmobil jetzt einen Zeit- und Massnahmenplan erarbeitet, wo man nachher sukzessiv die einzelnen Problemoptimierungen abarbeiten kann. Das Willst du eigentlich noch Haltungsnoten vergeben? Wir haben es da mit dem Mediensprecher zu tun. Ja, tönt eigentlich vernünftig fast, was er erzählt. Also, ja. Das stimmt, aber er sieht, ich muss jetzt so oberflächlich sein, er sieht einfach nicht aus wie ein Mediensprecher. Für diese Funktion habe ich nicht mal ein mentales Bild. Ist das berufskrankheitsbedingt? Ich habe halt sofort Mediensprecher von den verschiedenen, die halt immer wieder im Top kommen. Dann hast du so eine gewisse... Wirklich? Ihn würde ich jetzt nicht als Mediensprecher sehen, aber finde ich voll geil, dass man so vor die Kamera steht und sagt, ich bin der Mediensprecher. Stadtbus hast du auch schon gesehen, der Mediensprecher. Nee. Jo. Die sind immer so, halt so fernsehförmlich, ich weiß nicht, wie man dem sagt. Modisch habe ich keine Ahnung, aber halt das Fernsehen. Ein bisschen selbst inszeniert, meinst du? Komplett. Und der steht halt einfach ein, wie er im Büro hockt, und finde ich voll charmant. Nachher ein bisschen Luft, damit beide einen genauen Plan wieder haben, wenn man die nächste Fahrzeug auf Bern liefern kann. Und wir sind zuversichtlich, dass wir die von vornherein erwarteten 20 Fahrzeuge bis Ende Jahr in Bern werden haben. Also da wird es nicht neue Trams geben, es wird mit Stadler Rail weitergehen, einfach Probleme werden behoben? Selbstverständlich werden die nach wie vor, die wir an der Beschaffung festhaben, und wir sind überzeugt, dass das die richtige Beschaffung war. Einen finanziellen Schaden trägt Bernmobil also nicht davon. Und ob Fahrgäste sollen in Zukunft nicht mehr wegen der Tramlink-Probleme haben. Heute gibt Bernmobil ebenfalls bekannt, dass sie 13 neue Busse für die Linie 10 bestellt haben. Voraussichtlich für einen Betrieb im Sommer 2026. Ja, cool. ÖV, läuft etwas. Voll, oder eben auch nicht. Also sogar noch eine kritische Nachfrage war dabei gewesen. Also wenn dort der Mediensprecher geantwortet hat, ja, eigentlich jetzt, was sie sagen, ja, sie haben recht. Rühren wir die Stadler raus, wir machen etwas Neues. Bäm! Was hat er echt erwartet auf diese Frage? Aber ja, man kann es mal probieren. Das wäre es schon von Tele Bern. Wir kommen zu der nächsten Woche, dieser Woche, zum Montag, 4. März. Stimmt das, was ich sage? Also eigentlich auch schon wieder letzte Woche, aber der aktuelle Woche halt von Meta-Arena-Zeitrechnung her gesehen. Tele-M1 aktuell. Wir kommen zu den Wahnsinnigen im Aargau wieder mal. Und wir starten 4. März mit einem Nachbarschaftsstreit. Ihr Scheiß, Mönchenquälen!
Wie lange muss ich noch leiden da hin? Nach dem langen Nachbarschaftsstreit klicken Zegliswil die Handschellen. Die Polizei nimmt den mutmaßlichen Aggressor mit auf den Posten. Schon wieder die Handschellen! Schon wieder schikaniert! Schon wieder gequält! Wie manches Jahr noch geopfert! Das ist normal, du! Rund eineinhalb Jahre später muss sich der 56-Jährige in Lenzburg heute vor Gericht verantworten. Die Liste der Vorwürfe ist lang, die Opfer sind jeweils immer die gleichen, nämlich die Nachbarn. Ob ein versagter Rosenbogen, verschmierte oder demolierte Autos und immer wieder Beschimpfungen und Drohungen. Hallo? Also ist alles übel und das ist wahrscheinlich auch klinisch auffällig, aber... Einfach den Rosenbogen versagen, finde ich doch ein bisschen charmant, das tut mir leid. Also das hat ein Statement. Sabotage, Vollgas ausgelebt. Ja. Und dass sie es noch auf Video haben, ist ja der Shit. Also er weiß ja genau, dass er versagt und trotzdem. Das hat Haltung. Die Rosenbogen geht weg, noch sind wir nach Holzschlägern und dann gibt es Ruhe noch hinter den Zopf. Und so lange die Leute uns wollen. Sitzt in einer Festna. Wieso piepst Tele Mais ein Ficken? Zu viel Ami-TV geschaut, die dürfen das im Fall senden. Sie haben schon nur. Ist vielleicht dort noch nicht angekommen. Sie haben schon nur ein Ficken zensiert. Das war ja nicht ein Name oder so. Ein Name wäre wieder schwierig. Ja, wissen wir jetzt halt aufgrund des Pieps auch nicht. Frech. Sitzt Egliswiller in U-Haft. Und auch dort soll er an die Wand von seiner Zelle mit seinem eigenen Code «Menschenquäler» geschrieben haben. Ein Gutachten zeigt beim 56-Jährigen eine paranoide Persönlichkeitsstörung. Am Prozess erscheint der Anklagte heute nicht. Er will vor allem nichts wissen. Es ist durchaus außergewöhnlich. Es ist in dem Sinn... Man gehört den Staatsanwalt. Es war ein bisschen zu erwarten. Wir haben auch im Vorverfahren festgestellt, dass die Kooperationsbereitschaft des Beschuldigten nicht in so einem Mass rum ist, wie es üblich ist. Von dem her ungewöhnlich, aber jetzt nichts, wo unsere Rechtsordnung damit überfordert wäre. Für die Nachbarn ist seit der 56-Jährigen in U-Haft ist Ruhe eingekehrt. Aber Peter Eichenberger hat immer noch grosse Angst. Dass er einfach wieder auftaucht. Er hat sich noch nie an Regeln gehalten, er hat sich noch nie an Gesetze gehalten. Also, was haltet ihn ab, dort hinter zu kommen? Und unser Haus anzusenden, oder? Das ist auch da, wo er droht. Ja, das hat er auch droht. Ja. So schnell ist er aber nicht wieder auf freiem Fuß. Das Bezirksgericht Lenzburg geht heute auf die Forderungen der Staatsanwaltschaft ein. Der Anklagte muss neben einem Bus in eine stationäre Massnahme. Schon wieder die Handschellen! Schon wieder schikaniert! Schon wieder gefällt! Ja, üble Sache. Jens? Ja, so psychologische Leiden sind halt für alle Beteiligten eine sehr, sehr unschöne Sache. Direkt im Anschluss an diesen Beitrag. Es ist wirklich der gleiche Tag, gleiche Sendung. Gerade im Anschluss ist dann folgender Beitrag gekommen. Man muss also nicht auf klinisch auffällige Personen gehen und auf wirre Nachbarschaftsstreitereien. Man kann einfach Politiker nehmen. Es gibt da einen Politikerstreit. Um was geht's? Krisensitzung im Gemeinderat Buchs. Nur einer fehlt, der Gemeindepräsident. Er wird regelrecht gemobbt, erzählen die restlichen vier Mitglieder des Gemeinderats heute in den Medien. Allgemein sei die politische Stimmung des Buchs schon seit längerem angespannt. So wie es jetzt gerade läuft, finden wir keine Stimme. Und es ist uns wirklich wichtig, dass das sich verändert. Hintergrund ist Vandalismus bei einem ehemaligen Gemeinderat, Toni Süss. Ein gesprengter Briefkasten, nachdem er zu Buchs den Steuersatz wollte anheben im September. Was? Also Moment jetzt. Das ist aber nicht der aktuelle Gemeindepräsident. Das ist ein ehemaliger Gemeinderat, der den Steuersatz anheben wollte. Dem haben sie den Briefkasten in die Luft gejagt. Bei der Sitzung vorher haben wir den aktuellen Gemeinderat gesehen, in Globo, mit Ausnahme vom Gemeindepräsident. Das ist aber auch nicht der Dude, das ist nochmal ein anderer. Und der werde regelrecht gemobbt, aber nicht von den Gemeinderatsmitgliedern, sondern von der Bevölkerung, oder so. Mhm. Das hören wir jetzt. Die Aggressionsbereitschaft macht den Gemeinderat Angst.
Gerade wenn du irgendwo eins Kostkazin hörst, wie der irgendwie rumgefuttert wird, dass du dann irgendwie denkst, ja, vielleicht ist dann lieber, ich kaste den nächsten. Oder eben irgendwie Kinder, die abhübelt werden vom Schulweg. Für Diskussionen im Dorf sorgt neben der Steuererhöhung, die am Wochenende wieder abgelehnt wurde, auch der Umbau vom Gemeindepräsident Urs Affolter seinem Haus. Ist das jetzt die sogenannte Neiddebatte? Der Kanton Aargau hat den Gemeinderat Buchs gerügt, weil ein Umbaugesuch im verkürzten statt im ordentlichen Verfahren abgewickelt wurde. Wenn ein Gemeinderat ein Baugesuch einreicht, dann wird das absolut genau gleich behandelt aus rechtlicher Sicht. Er hat keine Vorteile in keiner Art und Weise. Aufdeckt hat die Mängel der Samuel Hasler. Er findet das Vorgehen vom Gemeinderat fragwürdig. Der Samuel Hasler hat das aufdeckt. Das ist also der Chef verantwortlich von der Neiddebatte. Welcher Partei gehört er an? Hast du willen raten? SVP. Ich bin bereit, etwas zu ändern, etwas zu verbessern. Stattdessen sucht er einfach einen anderen Schuldigen. Sei es die Bauverwaltung, die jetzt das Gesuch falsch bearbeitet hat. Oder auch die SVP Buchs, die jetzt die Leute würde anzünden, muss aber Briefkäste sprengen. Das ist absolut nicht korrekt und das ist dem Gemeinderat unwürdig. Gut, also der SVPler ist da dagegen und macht Stunk. Jetzt hat gemeint Buchs noch einen Einwohnerrat. Der Präsident von dem Einwohnerrat, hören wir jetzt, der ist voll auf der Schiene SVP. Was dann aber nachher im späteren Verlauf vom Beitrag Konsequenz von der SVP ist. Ich habe Mühe gehabt, um dieser Sache zu folgen. Was zur Hölle? Dazu hat der höchste Buchser, der Marc Jeisli, einen ziemlich hässigen Facebook-Post verfasst, wo er dem Gemeindepräsident quasi Amtsmissbrauch vorwirft. Der Zitat «Unkrönte König» habe seine Stellung missbraucht. Es ist wichtig, dass man in einem Dorf hinsteht und klar sagt, was nicht sauber läuft. Wir reden immer noch davon von einem Architekt, der bewusst, es schreitet zwar ab, das so gemacht hat. Bewusst, er schreitet zwar ab. Ja, dann lasst das Gericht das halt feststellen. Machen den Puck, ist mir egal, untersuchen es, aber behauptet es nicht einfach. Der Gemeindepräsident und Architekt Urs Affolter nimmt heute nur schriftlich Stellung. Ich habe bei der Gemeinde 2 dem Baurecht entsprechende Baugesuche eingereicht. In das Verfahren, die Bearbeitung und die Bewilligung war ich zu keinem Zeitpunkt involviert. Streit um die Baubewilligung vom Gemeindepräsident und keine Lösung beim Steuerfuss. Jetzt der Einwohnerrat. Jetzt muss der Kanton Aargau festlegen, wie viel Steuern die Buchser müssen zahlen. Weil der Einwohnerrat die Steuererhöhung um 10% unterstützt hat, fordert die SVP-Ortspartei jetzt per Volksinitiative gerade die Abschaffung des Einwohnerrats. Die Gemeinde Buchs kommt politisch so schnell wohl nicht zur Ruhe. Nein. Der Präsident von diesem demokratischen Gremium blasst ins gleiche Horn wie der SVPler, wenn es darum geht, am Gemeindepräsident das Bayern zeichen wegen seinem Häuschen, weil es Schatten wirft, keine Ahnung, so Zürich-Problem halt. Und, und dann aber wegen dem Steuerfuss, den der Einwohnerrat unterstützt hat, den wahrscheinlich er als Präsident nicht hätte verhindern können, weil der ganze Einwohnerrat demokratisch gefunden hat. Also ich spekuliere jetzt einfach mal. Wir wollen die Steuererhöhung, weil wir müssen ja die Ausgaben finanzieren. Sagt der SVP, also, dann schaffen wir den Laden ab. What? Wieso bin ich nicht überrascht ob dem Move so? Irgendwie. Ich komme nicht mehr draus. Ja, also spannende Polit-Thriller im Aargau. House of Cards Buchs. Dienstag, 5. März, Überwachungsbilder. Abend für Abend schleichen sie in den Quartier rum, gehen ausspionieren oder hoffen gerade direkt auf gute Beute. Man muss nicht lange suchen, stößt man auf solche Überwachungsvideos in den sozialen Medien. Für die Leute auf der Strasse völlig richtig, dass die Aufnahmen, anders als bei uns im Fernsehen, unverpixelt im Internet landen. Ich finde es gut, denn so werden auch die ganze Volk mit eingebunden, die Leute zu finden. Ich weiß nicht, wenn es einem sauber passiert, was man da eben macht, oder? Das ist, glaube ich, das ehrlichste Statement gewesen, das überleiteste. Mhm. Weil das stimmt natürlich schon. Ich werde
immer den Rechtsstaat verteidigen, ich werde den Datenschutz verteidigen sowieso, ich werde gegen den öffentlichen Pranger mich einsetzen und. Aber wenn es einem selber passiert, was man dann macht, das ist die entscheidende Frage. Und was sind die rechtsstaatlichen Mittel? Das heisst, wenn ich, obwohl ich Vertreter und Verfechter vom Rechtsstaat bin, es passiert so etwas, ich lasse das Bild auf. Und was passiert dann? Wird ich als Verfechter vom Rechtsstaat durch den Rechtsstaat nachher daran gehindert, büßt, was auch immer? Greift die Funktion, also greift der Mechanismus? Und alle anderen finden, ja, komm, raushauen die Worte, tut dann niemandem weh. Hilft zum Sensibilisieren, es hilft aber auch, eben die Leute ein bisschen zu finden, ob das jetzt gut ist, dass man das so öffentlich macht. Das dünkt mich noch eine schwierige Frage. Der SVP-Politiker und Anwalt Remy Weissmann versteht den Frust der Leute. Trotzdem ratet er davon ab und verpixelt das Videomaterial öffentlich zugänglich zu machen. Wenn jemand erkennbar ist, sage ich Finger weg, primär. Weil dann hat man eben das Risiko, dass derjenige, der drauf ist, eben unschuldig drauf ist oder eben dann zum Anwalt geht und eine Klage macht. Und dann hat man das Problem. Es gibt Fälle wie hier im letzten November zu Niederbipp, wo nicht lupenrein bewiesen ist, ob die zwei Frauen wirklich mit böser Absicht kommen. Sie könnten sich gerade so gut in der Adresse geirrt haben. Das Video findet man unverpixelt auf Facebook. Oder hier ein Fall aus dem Aargauischen Holderbank, wo wir letzten Sommer darüber berichtet haben. Das ist die Höhe. Auf den Überwachungsbildern keine Diebe, sondern Teilnehmer von einem Berufsintegrationsprogramm, wie sich hinterher herausgestellt hat. Gestern sind unsere Teilnehmer in der Gemeinde Holderbank die Säcke verteilen. Ihr seht, da hat es noch so einen Stempel drauf. Der Remy Weissmann schaut für uns ins Zivilgesetzbuch. Die Hürde wegen dem Datenschutz zu klagen, sind recht hoch angesetzt. Er kann zu seinem Schutz den Richter anrufen. Das heisst, er muss eine Klage machen, muss einen Anwalt nehmen, der hat ein riesiges Prozesskostenrisiko, Verfahrenskosten, Parteientschädigung, wenn er verliert. Das kann schon mal ein paar 10'000 Franken sein. Bei richtigen Dieben sind die Wahrscheinlichkeit sowieso klein, dass sie klagen. Sonst wüsste man nämlich, wer sie sind und können gegenklagen. Danke, TeleMais, für den guten Hinweis. Also, wie richtigen Diebe, hauen sie ruhig auf, ist doch egal. Bin ich kein Fan? Hey, ich bin da ambivalent. Auf der einen Seite habe ich halt bei gewissen Sachen trotzdem ein bisschen rachige Lüste. Auf der anderen Seite ist halt nicht sauber, weil je nachdem, wie genau was sie auch gesagt haben, je nachdem landet noch irgendjemand unverpixelt irgendwo in den sozialen Medien und du hättest schlicht den Griff noch verlaufen. Meine, wie oft ich irgendwie schon verpeilt schlicht den Griff vor dem falschen Hauseingang gestanden bin, einfach weil ich das erste Mal einen Kollegen besuche und vorher noch nie dort vorbei bin. Ja. Und das ist ja dann nicht nur, dass du dann auf den sozialen Medien landest, von wegen Recht am eigenen Bild, du willst nicht auf den sozialen Medien landen, sondern du wirst auch noch geframed als «Hey, da ist der Einbrecher, der Jens, wir kennen den ja». Ganz genau. Und dann geht je nachdem, wie scheiße das läuft, so Hexenjagd los und dann hast du Salat. Genau. Also nehmt doch die Bilder, die Strafverfolgungsbehörden zuspielen und die sollen die Ermittlungen übernehmen, wenn etwas passiert ist. Lasst die Leute ihren Job machen und machen nicht einen auf Selbstjustiz und öffentlichen Pranger, ganz grundsätzlich. Freitag, 8. März, öffentliche Pranger, Prostituierte wird verurteilt. Nein, es geht nicht um den öffentlichen Pranger, es geht um... Also, schaut in dem Fall mal an, bleiben bei dir Fragen offen nach diesem Beitrag. Eigentlich eine ganz normale Nacht in der Kontaktbar Goldwand in Rieden bei Baden. Ein Mann kommt rein, stellt sich ein alkoholisches Getränk, kommt ins Gespräch mit einer Frau und verschwindet mit ihr im Zimmer. Was die Sexarbeiterin nicht weiss, ihr Freier ist erst 15. Dieser Person wird sexuelle Handlungen mit einem Kind vorgeworfen. Das ist der Mediensprecher von der Staatsanwaltschaft. So sieht ein Mediensprecher aus. Das ist also ein Vorurteil. Grauenhaft, ja, aber das, also, sorry. Wenn man sexuelle Handlungen mit einer Person, die noch nicht 16. Altersjahr erreicht hat. Zum Geschlechtsverkehr kommt es nicht. Der 15-Jährige zahlt für eine halbe Stunde Handanlegen 200 Franken. Neben Geld im Portemonnaie flattert bei der 25-jährigen Sexarbeiterin wegen dem aber auch ein Strafbefehl ins Haus. Es gibt eine bedingte Geldstrafe und einen Buss, der zusammen mit den Gebühren fast 2'500 Franken kostet.
Es geht gar nicht unbedingt um den Beruf, es geht generell darum, wenn man einvernehmlichen Sex mit einer Person hat und dann aber Zweifel hat am Alter, ob die Person jetzt 16 war, so komisch, dass das tönt, dann muss man versuchen, sicher zu gehen und vielleicht auch mit einem Ausweis, den man dann halt allenfalls verlangt. Das hat die Sexarbeiterin nicht gemacht, unter anderem, weil ihr der Freier gesagt hat, er sei 20 und mit einem alkoholischen Getränk an der Bar gehockt sei. Dort hätte die Kontrolle eigentlich schon anfangen müssen, sagt Lelia Hunziker, die sich für die Rechte der Prostituierten einsetzt. Minimum eine Person, die Person, die an der Bar arbeitet, die meistens auch irgendeine koordinierende Funktion hat, die ist schon in Kontakt mit dieser Person. Die wäre eigentlich angehalten gewesen, die Ausweiskontrolle zu machen. Und nachher wäre es dann auch an der Sexarbeiterin gewesen, allenfalls nachzufragen. Wie die Kontaktbar heute kurz vor Redaktionsschluss mitteilt, mich immer Alterskontrollen. In dem konkreten Fall habe der junge Bursch viel älter als 18 ausgesehen. Wir überlegen sich jetzt, ob wir die Zutrittskontrolle verstärken wollen. Und das alles wegen einem Widerstandproblem. 2.500 Stutz einfach mal irgendwie die anderen wieder verknacken, weil sie nicht nach dem Ausweis gefragt hat vom anderen, weil sie sich nicht versichert hat, dass er schon 16 war. Weil du kannst ja um 15-Jährigen von einem 16-Jährigen mega einfach eigentlich auch sonst erkennen und so. Das ist ja wirklich... Sorry, die Prostituierte ist die Letzte in diesem Laden, die musste irgendeine Alterskontrolle machen. Wenn es so gekommen ist, dann ist es zu spät, Jungs. Bin ich da ganz bei dir, aber jetzt rein von dem Fall und dem Bericht und so, hast du nicht so eine Frage? Ist für dich jetzt alles klar? Ich stelle mir hauptsächlich eine Sinnfrage, und wieso das überhaupt in den Medien landet. Da bist du schon auf dem richtigen Weg. Was ich mich frage, ist, wieso landet das überhaupt bei der Staatsanwaltschaft? Mhm. Das ist jetzt nicht so ein Delikt wie ein Raserdelikt, wo geblitzt wird. Du hast selten Schlapphüte in so, also im Dienst, in so Etablissement. Da hockt nicht einfach ein Kantonspolizist noch mit auf dem Sofa. Kommt auf den Wochentag. Ja, eben nicht im Dienst. Also wieso landet das bei der Staatsanwaltschaft? Hat mich Wunder genommen und am Samstag, 9. März, haben sie nochmal darüber berichtet und dort wird das dann erklärt. Eine Sexarbeiterin im Goldwand-Club zu Rieden bei Baden hat im letzten Herbst bei einem 15-jährigen Hang angelegt. Das ist gegen das Gesetz. Sie hat einen Strafbefehl kassiert und muss rund 2'500 Franken zahlen. Der Jugendliche sei aber nicht als besonders jung zu erkennen gewesen, verteidigt der Geschäftsführer von Kontaktbar, der Luis Ender, die Prostituierte. Dass die Frau mit dem jungen Mann Kontakt aufgenommen hat, den Eindruck gehabt hat, Alter keine Frage, also der ist volljährig. Wenn wir noch bei den Vorurteilen bleiben, so sieht kein Mediensprecher aus. Möglicherweise 20, also keine Diskussion in dem Sinn. Und dann sind sie ins Gespräch gekommen und sind sich handelseinig geworden. Dass der junge Mann selber die Dienste von der Sexarbeiterin in Anspruch genommen hat und für 30 Minuten 200 Franken ausgibt, macht vor dem Gesetz keinen Unterschied. Ob das jetzt der junge Mann hat wollen oder nicht, spielt für den ganzen Strafbefehl überhaupt keine Rolle. Strafbar ist es trotzdem auch mit seinem Einverständnis. Offenbar ist die Straftat nur wegen einem Zufall aufgeflogen. Jetzt? Warum? Nach dem sexuellen Kontakt zieht der junge Mann weiter und da kommt dann auch die Polizei ins Spiel. Der junge Mann hat sich auf der einen Seite bedroht gefühlt, hat Gegenstände vermisst. So. Und dann, wo dann die Polizei die Ermittlungen aufgenommen hat, hat man dann natürlich festgestellt, Moment, der Mann ist ja noch gar nicht 16 und er erzählt von einem Kontakt mit einer Mitarbeiterin von unserem Club da so. Im Goldwand-Club zu Rieden bei Baden mache ich mir grundsätzlich schon Kontrollen. Würde nach diesem Vorfall aber auch weiters auf eine Alterskontrolle an der Tür verzichten. Wir haben natürlich laufend kommen und gehen. So, oder? Von dort her macht das wenig Sinn. Und selbst so eine Kontrolle kann natürlich durch irgendwelche Manipulationen und Tricks austrickst werden. Oder? Also immer Augen offen haben. Wir haben jetzt alle Mitarbeiterinnen noch einmal sensibilisiert, genau herzuschauen. Die rumänische Sexarbeiterin hat neben dem Strafbefehl nicht noch zusätzlich die Kündigung bekommen.
Trotzdem arbeiten sie inzwischen aber nicht mehr in der Kontaktbar zu Rieden bei Baden. Also wenn als 15-Jährige nach dem Buff-Besuch noch so voll bist, dass du das Portemonnaie verlierst, dann kommt da ja vieles in den Sinn, aber dann gehst du doch nicht zu den Schmier, dann hast du das halt verloren. Ja, das ist halt die Frage, was alles intus ist, oder? Ich habe schon öppe die im Ausgang Aktionen gesehen von Leuten, die gefragt haben, so, Alter. Hey, ja, klar, ich nehme mich da auf keinen Fall raus, aber so eine grundbesoffene Haltung ist doch lieber nicht schmieren. Gewisse sind da recht irrational und denken eigenartig. Dann hätte er mehr saufen sollen, dass er gar nicht mehr denkt. Wer besser ist. Doch 15, der hat wahrscheinlich den Job vom kompletten Jahr gehabt. Alter, denk mal nach. Mit nur schon ein Mindset. Mit 15 finden sie, ja, hey, heute Abend richtig, gönne ich mir richtig, gehe ich raus, Drinks und so, und dann gehe ich einige posten. Yeah. Also kann ich persönlich unglaublich nicht nachvollziehen, aber es gibt genügend, die das definitiv machen. Ach ja, was wäre Regio TV ohne Margau? PBS News Hour. Mhm. Wir haben ganz faszinierende Sachen. Wir fangen an am Montag, 26. Februar mit Unscrolling History. Ancient scrolls that were buried in volcanic ash during the eruption of Mount Vesuvius are now being deciphered 2,000 years later, thanks in part to artificial intelligence. Martin Stew of Independent Television News reports from Oxfordshire, England, on the scientific effort of researchers from around the world. Da kann ich mit dem Begriff KI etwas anfangen, weil sie erklären dann auch, für was das da KI braucht. Aber da langen 700'000 Franken nicht, liebes Museum für Kommunikation. Buried under the volcanic ash from Vesuvius, Herculaneum, like Pompeii, is a perfectly preserved time capsule of Roman life. Some of its secrets were burnt to a crisp. Scorched scrolls, indecipherable, until now. Unraveling the hidden history of these 2,000-year-old scrolls has required 21st-century technology here. A Wembley Stadium-sized synchrotron called Diamond Light Source, which fires beams of light 10 billion times brighter than the sun. Was? Was? Das gibt die neue Audi-Scheinwerfer. Ich glaube, du stehst nebenan, außerhalb der Fassade im falschen Moment und du bist irgendwie ein bisschen Metin oder irgendetwas, holy fuck. Wie geil ist das denn? Technik, Mann. We have a bright beam of X-rays that comes out of the Diamond Synchrotron. They travel downstream and hit a sample, and that makes a picture. The team started by scanning loose fragments. So the scroll looks like something you might put on your barbecue. It's so light and burnt. But the ink and the papyrus are almost made out of the same stuff. So you need a bright, very brilliant X-ray beam to be able to tell the difference. So it's like an extreme CT scan? It is like a CT scan off on a very, very, very other level. Because the scrolls are too fragile to physically unroll, the unwrapping was done digitally. Scientists then set about decoding ink patterns using readings they'd taken from the fragments as a kind of cipher. To process so many... Verdammt! Total geil! Absolut, ich bin Fan. Ja, ich auch. Images, teams around the world joined in, running AI-powered programs. And Yusuf was the first person to reveal a word. Purple. I was really excited and just like zooming around the apartment and while waiting for the experiments to finish. And yeah, it felt really, really amazing to actually be one of the first people to actually do this. So far, only a tiny portion of the scrolls have been deciphered. It's believed they belong to a Roman statesman, potentially Julius Caesar's father-in-law. We as humans are going to reconnect with a part of our history that's incredibly difficult to connect to. And what I would like the scrolls to reveal is something surprising or even controversial that we don't already know about that period. This project has taken decades, but has proven futuristic technology
can give us a glimpse of our forgotten past. Super geiler Scheiß. Absolut. Und super geiler Journalismus. Ergänzungen? Nein, ich bin nach wie vor absolut erstaunt. Ich muss da irgendwie, glaube ich, ein bisschen anschauen, wie sich das entwickelt. Ich finde das sehr spannend. Voll. Samstag, 2. März. Wir haben nochmal etwas sehr, sehr Spannendes. Es geht um nordamerikanische White Rhino. The Northern White Rhino is one of the world's biggest... Das nordische, excuse. ...land mammals and one of the most endangered. Only two are known to be alive, both female. But scientific breakthroughs are raising hopes for saving the rhino and perhaps even bringing other animals back from extinction. This report is part of our series, Saving Species. When the last known male northern white rhino in existence, named Sudan, died in 2018, it seemed the future of the entire species died with him. Like many endangered species, their population has been devastated by human activity, widespread poaching and civil wars in their native Central Africa. Today, only two females remain, Najin and Fatu, both living in a conservancy in Kenya. But a recent scientific breakthrough has raised hopes for the northern white rhino's survival. We achieved together something which was not believed to be possible. Thomas Hildebrandt leads a team that successfully implanted a rhinoceros embryo into a surrogate mother, until now a tricky proposition giving the rhinoceros's 2-ton size. The embryo and mother were southern white rhinos, a close relative of the northern subspecies. What we had to do is mimicking nature, and to learn from nature and mimicking it. And that worked quite well, and I never lost my trust that we will be successful. Gar nicht gewusst, dass der Günther Röttinger noch einen neuen Job angenommen hat. Now the team plans to use northern white rhino eggs and sperm that was harvested years ago from living male rhinos to continue the species. Because of age and health problems, neither Najin nor Fatu are able to carry pregnancies, which last about 16 months. So the embryos will again be carried by southern white rhinos. Hildebrandt hopes a female can give birth to a calf within the next 2 years in order to preserve a crucial element that can't be replicated in a lab. We want to save this social heritage, and therefore we need a little calf which can learn the language from these last two of their kind. The genes are important, yes, but behavior is something which also needs to be transferred. Otherwise, you end up with a nutrium, an animal which does not know what it actually is. But the northern white rhinos conceived this way won't have the genetic diversity needed to sustain a healthy population. So Hildebrandt and his team are working with a U.S.-based genetic engineering firm called Colossal Biosciences to use stem cells and gene editing technology to bridge the gap. If you want to reintroduce these individuals to the wild, they should have a variety of genes to fight against diseases, environmental factors. So there should not be an inbreeding group. It should be a healthy genetic population. It is a quite holistic approach, which will take maybe decades to fulfill it. However, it is a very pioneering concept, which gives a lot of hope for critically endangered species. Okay. Total geiler Scheiß. Hey, ich hätte nie gedacht, dass ich mal von einem Nashorn Interracial gehöre. Also. Es gibt noch einen zweiten Teil vom Bericht. Um welches Tier könnte es noch gehen? Hast du eine Idee? Nein. Also, was mir jetzt in den Kopf gegangen ist, ist ein Mammut oder so, aber sonst nicht. Mammut gibt es auch Forschung. Insbesondere zum gegen den Klimawandel als riesiges Herdentier, um den Permafrostboden festzudrücken. aber das nur am Rand. Nein, es ist auch schade, ist unser Gast nicht da. Es geht um den Dodo. Oh, damn! Other scientists are using genetic technology in an attempt to reintroduce, or de-extinct, the dodo bird.
The dodo was first seen around 1600 on the island of Mauritius in the Indian Ocean. It became extinct less than 80 years later due to deforestation, hunting, and destruction of their nests by animals introduced by Dutch settlers. Beth Shapiro has spent 25 years studying the dodo. She's an evolutionary biologist at the University of California, Santa Cruz, and an advisor to Colossal Biosciences. I became increasingly captivated by trying to figure out what it was about the dodo that made it so susceptible to becoming extinct, but also really to learn more about this iconic species so that we could potentially just really bring more attention to the fact that people are causing extinctions today. Shapiro says the reintroduced dodo won't be exactly the same as the pre-extinction birds. Identical copies of things are never going to happen, but that's not the way evolution works anyway. If we think about de-extinction in a logical, ethical, ecologically sustainable way, it can't be this purist ideal of what de-extinction means. Instead, it has to be this creation of something new that's adapted for the habitat of today and yet can potentially fill this void. In 2000, Shapiro took DNA samples from the only known surviving soft tissue of a dodo, housed in Oxford University's Museum of Natural History. That led to the discovery that the dodo's closest living relative is the Nicobar pigeon, found in parts of Southeast Asia. Using another dodo DNA sample from Copenhagen's Natural History Museum, Shapiro and her team were able to announce in March 2022 that they had sequenced the dodo's entire genome. If we want to know what makes a dodo unique, we have to have the whole nuclear genome sequence, which we can then line up next to the genome sequences from other birds on a computer and start to look for the differences between those genomes. Because of the intricacies of the bird's reproductive system, one cannot clone birds. So one of the greatest technological hurdles in resurrecting a dodo will be to come up with some other way. The Nicobar pigeon will provide the host cells and the genome for engineering. An important step, because we can't make millions of changes in a cell if we're going to change a Nicobar pigeon cell to being a dodo cell, is to figure out which of those millions of differences are actually important to making a dodo look and act like a dodo. Why are scientists making all this effort to resurrect extinct animals like the dodo? Weil's fucking geil ist. And propagate threatened species like the northern white rhino? We are in the midst of an extinction crisis, and we should be looking for all of the different potential tools that might be out there for us to be able to help species that are alive today and in danger of becoming extinct to avoid that fate. These tools that we will develop on the path to de-extinction have immediate application to modifying the genomes of species that are alive today, potentially to help these organisms adapt to their rapidly changing habitats. They are at the brink of extinction, not because they lost in evolution, because of us, because of human activity. We poach them down to extinction. We destroy their habitats. And I think science can provide a new alternative. We have to live in harmony with nature, and we have to make a responsible decision how to exploit resources and restore these resources. Otherwise, there's no science which can save the human civilization. Trying to undo some of the harm of human activity. Ich denke einfach die ganze Zeit an Dodo Jurassic Park. Oh, der ist ein bisschen spontan, aber... Hä? Das ist ja ein Riesenhaufen Scheiße. Nein, ich bin großer Fan. Ich finde es... hervorragend, so Forschungsarbeit. Ich finde es hervorragend, journalistisch aufgearbeitet. Das wird einem erklärt, was Sache ist. Und es wird halt auch ausführlich erklärt. Also ich fühle mich gut abgeholt, gut informiert. Ich habe jetzt doch eine Ahnung, was machen sie und was wollen sie und wieso wollen sie es. Und nicht einfach, die spielen Gott. Ja... Das ist ja sonst immer so, Gott spielen. Nein, ich finde es absolut super. Hast du noch Ergänzungen?
absolut sinnvolle Forschung, muss ich wirklich sagen. Wenn es dazu führt, dass irgendwie tatsächlich irgendwelche lang ausgestorbenen Tiere oder extrem bedrohte Tiere also, durch das irgendwie könnte wieder vorgeholt werden oder einfach sonst irgendwie wieder. Hey, go for it, Mann, absolut. Hey, Dodos und Mammuts im Zürich Zoo, dann würde sogar ich mal vorbeigehen. Wieder mal. Hey, Mann, vor einem Dodo. Meine, wie gross sind die geworden? Also genug gross. Da willst du nicht vorne dran stehen, wenn es ein Viech schlechte Laune hat. Also. Darum im Zoo. Mit stell, so kontrollierter Umgebung. Stell, mit, stell hey, aber, drei Meter grosse Tauben vor. Tja, sorry Dodo, dir wird man einfach nicht zur Nacht in einer dunklen Gasse begegnen. wollen wir noch ein bisschen Arena schauen? Ach ja, wieso auch nicht? Ich hätte da schon ein paar Gründe. Jens, du solltest Zigaretten kaufen. Ich rauche nämlich gerne, wenn ich die verfickte Arena schaue. Verfickt. Und kurz, bring Bier mit. Ohne halte ich die verfickte Arena einfach nicht aus, verdammt nochmal. Sonst gehe ich nach Hause. Ja, wir müssten eigentlich zwei Arenatas schauen, aber von diesen Arenis, die wir verpasst haben, schauen wir nur eine Arena. Und zwar die aktuellste. Das ist folgendermaßen: Die vorletzte Arena war eine Asylarena, mal wieder. Sie haben mal wieder einen SVP-Hein eingeladen. Und, sorry, ich schaue das einfach nicht mehr. Das, wirklich nicht. Und wer jetzt kommt mit, ja, das ist Diskussionsverweigerung, es gibt Probleme, man muss sagen, hey, ja, Migration führt zu Friktion in Gesellschaften. Das ist immer so gewesen. Ich bin sehr gern bereit, um darüber zu reden. Wie das alle Parteien auch sind, die sind sogar interessiert an Lösungen von der FDP über die Grünen, Mitte bis zu den Linken, der SP. Sind, alle sind dafür zu begeistern, die SVP nicht. Sobald ein SVP-Knochen mit in der Diskussion ist, macht es null Sinn. Das tue ich mir einfach nicht mehr an, darum habe ich die Arena nicht einmal geschaut. Ich habe keine Ahnung, was es war. Also wenn sie jemanden gesehen hat, dürfen die mich sehr gerne aufmerksam machen, was ich verpasst habe. Ich glaube nichts. Jens, hast du da Event? Nö, passt so. Dann kommen wir zu der Arena vom 8. März mit Intro und Gästen. Heute in der Arena. Cedric Wermuth, Co-Präsident SP. Er sagt, das Parlament muss den Volkswillen nun rasch umsetzen. Die Finanzierung über höhere Lohnprozente ist der einfachste und sozialste Weg. No, God! No, God, please, no! 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 Brigitte Haberlikoller, Ständerätin die Mitte, sagt, die Bevölkerung hat uns einen klaren Auftrag gegeben. Wir müssen nun offen über verschiedene Finanzierungslösungen sprechen. André Silberschmidt, Vizepräsident FDP, sagt, höhere Lohnabgaben belasten den Mittelstand. Wir müssen Anreize schaffen, damit es sich für die Menschen lohnt, länger zu arbeiten. Außerdem im Studio... Hat er den Abstimmungssonntag verpasst? Verdrängt. Seine strukturelle Anpassungen ist hochkant abgelehnt worden. Der Ausbau von der AV, der ist angenommen worden. So wird's gemacht, bitte. Michael Herrmann, Geschäftsführer Forschungsinstitut Sotomo. Die Arena, moderiert von Sandro Protz. Das verändert unseren Parteicounter. Ich habe natürlich die von der vorletzten Sendung auch mit reingerechnet. Die aktuelle Sendung verändert dann wie folgt. Jemand von der SVP plus 1 macht 265. Der Cedric Wermuth von der SP plus 1 macht 248. Dann haben wir den André Silberschmidt von der FDP plus 1 macht 232. Und Brigitte Haberlikoller von der Mitte plus 1 macht 92. Und ich hoffe jetzt, die Namen stimmen, weil ich es nicht notiert. Was noch aufgefallen ist, dass wir es in den letzten drei Sendungen niemand gehabt haben von den Grünen oder der GLP.
Ich weiss nicht, ob es da irgendwo der Chefetage vom SRF eine neue Weisung rausgegeben hat, dass jetzt, mit, wo es da langsam Richtung No-Billag-Diskussion geht, respektive Halbierungsinitiative, dass man jetzt doch bitte Bundesratsparteien bevorzugen und nicht immer da den Oppositionspöbel noch mit einlädt. Das ist einfach auffällig. Drei Sendungen finde ich heftig. Geht eigentlich gar nicht. Können wir da noch einmal das Ding haben? Bitte, das ist ja schlimm. Schlimm! Ja, also ich fand das hier, das war richtig, das war kein Journalismus, das war ein Haufen Scheiße. Ich fand es nicht gut, ich muss es klar und deutlich so sagen. Ja, ihr habt es gesehen, inhaltlich oder gehört, inhaltlich ging es eigentlich darum, wie finanziert man jetzt die 13. AV-Rente. Wir haben absolut nichts gehört, was wir nicht schon im Abstimmungskampf gehört haben. Außer vielleicht Finanztransaktionssteuer von der Mitte aufs Tapet gebracht, aber lassen wir weg, reden wir später drüber. Wir schauen auf die Meta-Ebene. Was ist denn sonst so gegangen? Wir fangen an mit dem Opener vom Sandro. Und er hat eine ganz merkwürdige Wortwahl betreffend, wie schnell dass man es in das Studio hineinschaffen kann. Es geht darum, dass als Besucher auch mal dazuhöckeln, Jens. Guten Abend, herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Vielen Dank, merci vielmals. Herzlich willkommen zuhause, herzlich willkommen liebe Gäste und herzlich willkommen liebes Publikum. Da haben wir ganz viele Schülerinnen und Schüler aus den verschiedensten Teilen vom Land, von Aarau, von Basel, von Obwalden, von Rapperswil, von Riechen und von Romanshorn. Wer auch mal mit dabei sein möchte und unseren Gästen und mir auf die Finger schauen, der kann sich anmelden auf unserer Internetseite srf.ch/arena. Und schneller als man Wott ist man dann hier im Studio mit dabei? Was? Schneller als man wott, okay. Schneller als man wott, ist das eine Drohung? Kommen Sie da vor? Das ist schon scheiße. Schicken Tempe vorbei und sammeln die ein. Schneller als man wott. Gut, jetzt wäre eigentlich, wie erwähnt, AHV das Thema, aber das ist nicht am Anfang das Thema, weil Sie haben da wieder mal Aktualität. Und bevor wir inhaltlich reingehen, er adressiert sein altes Publikum zielgenau. Bevor wir zum heutigen Thema kommen, der Finanzierung der 13. AHV-Rente, möchte ich die Gelegenheit nutzen, bei so einer hochkarätigen Runde von Vertreterinnen und Vertretern der Bundesratsparteien über ein anderes aktuelles Thema vom Tag kurz miteinander zu reden. Sie haben es vielleicht heute Nachmittag mitbekommen oder spätestens heute Abend vielleicht auch bei uns in der Tagesschau oder vor dem 10 vor 10 gesehen. Wie stellt er sich den Tagesablauf vor? Wir schauen alle zusammen noch die Tagesschau und 10 vor 10, bevor wir dann am Freitagabend die Arena einschalten. Aus eigener Erfahrung eher das eine oder das andere. Ja, aber auch das. Aber auch das, ja. Nein, das findet ja nicht statt. Für Leute unter 40. Hey, wo wir mit der Meta-Arena angefangen haben, können wir sagen, für Leute unter 30. Hure Scheiße, Mann. Ja. Tick-tack, tick-tack. Aber glaube ich, also ja. Wie auch immer. Jetzt das Thema, das noch mitbringen, noch inhaltlich. Was wird er unbedingt besprechen? Der Bundesrat hat das endgültige Mandat für die Verhandlungen mit der EU verabschiedet. Das heisst, der Bundesrat und vor allem der Außenminister Ignacio Cassis drückt auf die Tube. Der Bundesrat hat heute das definitive Verhandlungsmandat mit der EU verabschiedet. Geschätzte Damen und Herren, heute ist ein guter Tag. Damit ist der Weg offen, Verhandlungen mit der EU aufzunehmen. Die Delegation unter der Leitung von Chefunterhändlerbotschafter Patrick Franzen auf meiner Rechtsseite, ganz rechts, ist bereit, ihre Arbeit zu beginnen, voraussichtlich noch diesen Monat. Ja, jetzt sorry für den SVP-Shit, aber sie beschreibt das Problem rein zufällig. Ich glaube, das ist gar nicht Absicht gewesen, aber sie beschreibt es so unglaublich richtig. Und
Genau gegen das, was sie da beschreibt, würde das Abkommen helfen. Nur ist sie sich dem nicht bewusst. Weil sie die SVP reinfällt. Hm. Kritik von links, aber auch von rechts. Bei der SVP weiss man, woran man ist, Jana Gutjahr. Ihr sagt einfach Nein dazu, konsequent. Redet auch heute wieder von einem Unterwerfungsvertrag. Das heisst, es ist ein trauriger Schlag. Ein trauriger Tag? Heute ist ein trauriger Tag. Achter Tag für Sie? Eben, der Name sagt schon, ein Unterwerfungsvertrag. Der Name sagt schon, ein Unterwerfungsvertrag. Ihr sagt dem so. Ihr könnt nicht euch auf euch selber rückbeziehen, wenn ihr sagt, der Name sagt schon. Also, nein. Nein. Es kratzt an unserer Neutralität. Es ist so, dass wir eigentlich in dem ganzen Konstrukt wirklich dem Vertrag unterworfen wären. Man hat es ja gesehen in der Vergangenheit, dass eigentlich die Schweiz immer wieder auch beisackert worden ist von der EU. Obwohl sie gewisse Massnahmen übernommen hat, ist sie nachher gleich wieder bestraft worden. Man sieht es bei den Börsen, haben wir es gehabt. Ja, weil wir kein Rahmenabkommen haben. Genau darum dürfen sie das ja machen. Verfickte Scheiße. Das ist exakt, das ist der Kernpunkt von diesem verfickten Abkommen. Dass, obwohl wir das EU-Recht zum Teil übernommen haben, haben sie uns können bestrafen. Und wieso? Weil wir kein institutionelles Abkommen haben, das wir klären, dass man im Streitfall kann über das Schiedsgericht nachher den Europäischen Gerichtshof, also den EuGH, anrufen. Und dann müsste der EuGH entscheiden, ist das rechtens, was die EU da macht. Ja, aber fremde Richter, das geht doch nicht. Moll, der würde das nach geltendem Recht entscheiden und nicht einfach, aha, ihr macht da nicht mit. Ja, dann. Nee, das ist halt für gewisse Leute schon bereits zu abstrakt. Sie beschreibt das Gold richtig, was das Problem ist und bekämpft die Lösung. Ja, ja, ich habe es Programm, oder? Da steht, wo ich dir per WhatsApp geschrieben habe, was sind sie? 2 Minuten 36 und ich brülle den Fernseher an. Genau. Das ist genau das. Wow. Gut. Hast du da Ergänzungen? Nein, passt, danke. Eigentlich darf aber reden, die schauen wir nicht, wie erwähnt. Ganz am Schluss, das habe ich noch drin lassen, der Politexperte Hermann. Der hat sich, glaube ich, schon aus der Sendung verabschiedet. Der war geistig schon im Apéro. Und dann kommt der Sandro nochmal und haut ihm noch eine Frage um die Ohren. Und dann so. Und dann erwartet man ja ein Statement von einem Politexperten. Was wir hören, ist aber der Michi am Stammtisch, der etwas erzählt von flippigen Ideen und einem Flohzirkus. Ich bin gestorben vor Lachen. Was hat er geraucht? Und man muss auch sagen, ich habe es drin lassen, Brigitte Heberli-Koller, das ist so eine Politikerin alter Schule, von der Mitte, Konservative, aber, wie sagt man, eine sehr bodenständige Politikerin, die ihre Mitte, ihre CVP, jetzt halt ihre Mitte verteidigt. Sie steht ein für ihre Mitte. Und wo der Politexperte so steil geht, hat sie müssen reingrätschen. Und da braucht es also viel, bis eine Frau Heberli-Koller reingrätscht, Frau Ständerätin. Frage an Michael Hermann, was glauben Sie, was ist realistisch denn in Bezug jetzt auf die Finanzierung, die da am Schluss im Parlament geschmiedet wird, wenn es um die 13. HV-Rente ab 2026 geht? Genau, ab 2026. Ich habe mir schon lustig gefunden, dass ausgerechnet Mitte mit der Transaktionssteuer kommt. Oder? Es ist irgendwie sehr flippig, oder? Aber die Mitte hat ja schon antreten, vielleicht schon auch antreten bei den letzten Wahlen, ein dritter Pol zu sein, oder? Ein dritter Pol zu sein. Und momentan, ich habe mehr das Gefühl, die Mitte ist mehr so ein Flohzirkus, wo man ganz viele Ideen bringt. Mit einem Präsidenten, wo eher weniger der Zirkusdirektor ist als der Philosophenkönig und sich nicht so in den Alltag hinein. Also das finde ich noch spannend. Aber nachher, am Schluss gibt es den gut schweizerischen Kompromiss, irgendwo zwischen Mehrwertsteuer. Und ich glaube, dort braucht es eben genau die Mitte, oder? Wir hören dort schon keine Lohnprozent, dort nicht, da nicht. Aber der Auftrag, wo wir das Geld hernehmen, neben dem ordentlichen Sorgen in der AHV, braucht dann eben vielleicht schon konstruktive Lösungen, wo man sagt, am Schluss brauchen wir Mehrheiten in dem Parlament. Tja. Auch noch schnell, du Michi, tack, vernünftige Kraft sind wir da, nicht im Flohzirkus, was erlaube. Ah, hat mir gut gefallen.
Das hinterletzte Bild. Dann voll, ja. Es gibt wieder mal eins. Und möchte mein ganz persönliches Bild von der Woche, das nichts mit dem Thema zu tun hat. Es zeigt ein Tier, das sie alle kennen, aber es stimmt etwas nicht ganz. Schauen Sie mal schnell an. Wallaloo. Der Jens beschrieb am Sandro sein Bild. Kollege, die AI macht mich amix fertig, ich sag das. Ja, also wahrscheinlich, es ist irgendwo so... Wieso AI? Ja. Ist das nicht AI? Ich glaube nicht. Okay, Nature, you scary. Ja. Sieht irgendwie so aus wie das Mittelding zwischen einem Panda und von der Pfote her irgendwie noch ein Mutant. Aber Pandas weiß ich ja dann nicht genau, wie sie es wirklich aussehen. Aber irgendetwas Panda. Es ist einfach Panda in Braun, das ist schon. In Braun, ja. Alright. Noch nie gesehen, schräg. Ja, das ist ein Panda, aber statt schwarze Flecken hat er braune Flecken. Warum das so ist, hat man im chinesischen Forschungszentrum herausgefunden. Die braunen Pandas unterscheiden sich von den schwarz-weißen Pandas wegen einer Mutation im Gen. Zumindest macht das bei dem, was sie am liebsten essen, keinen Unterschied. Es ist immer noch Bambus. Sedik Bermut, was für Tiere haben Sie bei Ihrer Auszeit in Vietnam und auf den Philippinen gesehen? Ganz viele. Das Herzigste ist so ein ganz kleines Äffli mit riesigen Augen. So wie man sich das vorstellt. Ein Tarsier nennt sich das. Ich konnte mit knapper noch verhindern, dass meine Kinder eins mitgenommen haben. Diana Gutjahr, was für ein Tier? Jetzt, ich weiss, es hat nichts mehr mit der Politik zu und ich sollte es eigentlich nicht machen. Aber ich erinnere jetzt an den Unterwerfungsvertrag, wo sie dann sagt, der Name sagt es schon. Jetzt hören wir ihr mal genau zu und dann fragen wir uns, was da der Name schon so sagt. Hier haben Sie sich als Kind als allererstes verliebt. Ich hatte so einen Teddybär, der war der Dumbo. Und es ist eigentlich so der Elefant. Und Elefanten haben mich eigentlich bis heute, finde ich, das sehr spannende Tier. Und ja, das ist eigentlich so ein Tag, der mich ein bisschen prägt. Und finde ich auch immer, wenn ich irgendwo reingehe in den Zoo oder so, dann sehe ich sehr gerne Elefanten. Weil vor allem die Kleinen sind so mega herzig. Mhm. Und dann langst du es an und dann merkst du, sind doch ein bisschen borstig. Ist Teddybär der allgemeine Begriff für alle Kuscheltiere, wenn es ein Elefant ist? Also sind wir genau im gleichen Wort hängen geblieben. Ich würde sagen nein. Ich hätte jetzt auch gesagt nein. Der Name sagt es schon. Teddybär, das andere ist ein Plüschelefant oder schlicht und ergreifend ein Dumbo, whatever. Aber. Ja. Der Name sagt es schon. Wie der Unterwerfungsvertrag, das gilt auch für den Teddybär. Man könnte jetzt noch meinen, vielleicht hätte sie wieder Plüschtier sagen und hätte aus Reflex einfach mal Teddybär gesagt. Lampen, was ist los? Wie ist jetzt das eine Verteidigung mit einem Ausdruck? Die Tabeli, was hat die zweite Thurgauerin in unserer Runde für ein Lieblingstier? Es könnte ja allenfalls auch ein Löwe sein. Genau, es ist noch mein Sternzeichen, es ist das Wappentier vom Thurgau. In erster Linie ist es das Wappentier von Winterthur. Die Thurgauer haben es nur geklaut. Know your place. Es ist wirklich so, der Löwe ist mir sehr nah. Er ist überlegt, er kann sich auch mal ein bisschen zurücknehmen, aber im richtigen Moment auch brüllen. Er brüllt zum Beispiel, wenn der Politexperte ihre Partei als Flohzirkus beleidigt. Andi Silberschmidt, kommt jetzt bei Ihnen der Zürich-Löwe oder was für ein Tier können Sie am besten zeichnen? Oh, die Frage ist nicht, was ist das Tier, das man am einfachsten zeichnen kann, weil ich so schlecht kann zeichnen. Can a robot write a symphony? Can a robot turn a canvas into a beautiful masterpiece? Can you? Was wäre es dann, wenn es müsste sein? Könnte die Katze zeichnen. Können Sie das? Ja. Oh. So. Oh. Ja, ich habe wir haben auf der Redaktion wirklich darüber geredet, soll ich jetzt das noch machen am Schluss oder nicht? Ich habe es jetzt ein bisschen darauf angeführt. Wenn Sie uns echt eine Katze zeichnen? Das ich würde sie so jetzt blamiere ich mich total. So mit. Also ich aber nicht. Kamera,
nimmt das mit. Ja, 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 das ist... Ah, ja. Wir müssen es auch noch im Activity-Spiel. Ja, vielleicht noch die Augen wären nicht schlecht, oder? Gut, damit sie alle noch sehen. Wenn es da ist, ich könnte es sonst schnell mal anheben. Der Jens beschreibt am anderen sein Bild. Erkennst du es? Ja, ich hätte das wirklich auch einfach wegen der Schnurhaar auch als Katzige irgendwie so identifiziert. Und die beiden Spitzhörli halt so, ja, ja, geht durch. Ja, ich habe eine gewisse Dragon Ball Assoziation. Aber zum Beispiel. Ja. Ja, oder der Herdöpfel vergessen ist in der Schublade. Genau. Vielen Dank und Applaus für Katz vom Andi Silberschmidt. Jens, was zeichnest du am besten? Ich habe vor viel zu lange nicht mehr gezeichnet. Ich habe vor... Ich habe sehr, sehr früh, irgendwie so in der 4. Klasse, so angefangen, umeinander zu zeichnen mit Bleistiftskizzen, Kugelschreiberskizzen etc. Und das Ganze eigentlich lange durchgezogen, bis irgendwie vor 15 Jahren oder so. Und seitdem ist einfach Hiatus. Aber, Moment. Hätte ich gar nicht gedacht, dass das mal in der Tatsache noch zum Einsatz kommt. Das ist von dir? Das ist aus der frühen Oberstufe, glaube ich. Da schäme ich mich jetzt gerade, weil ich kann nur einen politisch unkorrekten Schneck zeichnen. Also mehr so... Ich verzichte jetzt auf die eindeutige Symbolik, aber man erkennt den, glaube ich, trotzdem. Ist jetzt wirklich nur auf die Schnelle? Moll, passt. Der Dülfschneck, das ist also ganz furchtbar. Und das Profil vom Humor bringe ich auch nicht so schlecht hin, aber dann ist fertig. Es kommt dann immer ein bisschen darauf an, auf was irgendwie tatsächlich irgendwie ein Talent ist. Also ob es so Comic-Krakel ist oder irgendeiner Landschaften oder irgendetwas. Also aus eigener Erfahrung, wenn du einfach mal ein bisschen Zeit nimmst und mal ein bisschen experimentierst, kommst du zu einem eigenen Zeichenstil. Zeichnen gehört definitiv nicht zu meinen Stärken, so ganz grundsätzlich. Malen nach Zahlen ist das ein riesen Rätsel und darum, nein, nicht mein Ding. Verabschiedung und Outro. Yeah. Einmal müssen Sie auch von mir überrascht werden. Vielen Dank Ihnen allen natürlich, auch an Michael Herrmann für die Expertise. Produziert wurde. Expertise? Du hast Flohzirkus falsch ausgesprochen. Oder ist die Sendung von Severin Frohofer. Eine Zusammenfassung gibt es schon bald in der SRF News App und auf srf.ch. Der Blick hinter Kulissen bei mir auf den sozialen Medien, zum Beispiel auf Instagram. Bleiben Sie uns treu, bleiben Sie kritisch. Gute Nacht aus dem Studio 8. Protestantische Arbeitsethik. Es gab natürlich quasi einen Nachrichtendienst im Nachrichtendienst. Enttäuscht. Enttäuscht. Erbost. Und besorgt. Dann nimmt er einfach einen alten Staubsauger. Einen alten Staubsauger stellt ihn bei sich aufs Balkon und lässt ihn einfach die ganze Zeit laufen. The absurdity of it all boggles the mind. Wir sagen alles Huren. Es gibt... unkontrollierte Partysituation auf der Steinberggasse. Haben Sie heute schon Sex gehabt? Und wenn ja, mit wem? I cannot, nothing fail to this issue. Ja, ich will noch erwähnen, warum wir so lange keine Meta-Arena aufgenommen haben. Und zwar, weil ich in Bellinzona war, am Bundesstrafgericht einmal reinhören. Den Text dazu findet ihr verlinkt auf meta-arena.ch/texte. Ich habe dort schnell so ein
Eigentlich ist es ein kleines News-Tool-Teil. Es hat sogar einen RSS-Feed, den man abonnieren könnte. Ha! 90er haben angerufen. Sehr geil. Tut einfach Plaintext veröffentlichen. Dort habe ich meine Erfahrungen am Bundesstrafgericht aufgeschrieben. Kann man sich dort reinziehen. Dann möchte ich noch berichten, wieso Konzert. Sie haben das Lied nicht gespielt. Antifa, für immer Antifa. Dafür war Adagio mit dabei gewesen, mit dem wunderbaren Zweizieler Nie wieder Kriege und Völkermord, stattdessen Saufen als Leistungssport. Und das finde ich einer von der wichtigsten Reime im Deutschpunk überhaupt. Finde ich sehr, sehr gut. Mhm. Sonst war es eine totale Sauferei gewesen. Das ausverkaufte Volkshaus hat gefüllt mit Punks den Biernachschub zum Erliegen gebracht. Es war sehr, sehr geil gewesen. Nächsten Samstag wäre Dragon Force, Nintendo Metal und Amaranthe in Zürich, falls sich jemand dazu gesellen möchte. Was wollte ich noch loswerden? Ich glaube... Ah ja, weil ich jetzt einfach eine Arena gar nicht geschaut habe. Ich muss sagen, das gefällt mir eigentlich gar nicht so schlecht, eine Arena einfach mal gar nicht schauen. Es könnte also durchaus sein, dass man vermehrt einfach Regio TV schaut, PBS schaut oder halt geile Scheiß schaut und die Arena dann mehr so... wenn das auch ihrem Interesse ist. Also wir haben es fast 6 Jahre geschafft, irgendwie das Ganze durchzuziehen, noch 6 und gefunden, so, nein, Mann. Nein, es hat immer wieder, es hat Konjunkturen gegeben. Also der erste Superwahljahr, wo wir mitkommentiert haben, dort haben wir einfach mal irgendwie 4 Sendungen ausgelassen oder so. Ja, fair. Das ist schon so. Aber ich möchte einfach nur, weil es als Meta-Arena entstanden ist, muss nicht in jeder Folge unbedingt die Arena vorkommen. Das ist so mein... Das haben wir durchaus schon demonstriert. Ja, wir machen auch mal so weiter. Ja, genau. Easy. Das wäre es, glaube ich, gewesen. Zu der Weltlage können wir noch sagen. Ja, das ist alles scheiße, leider. Das muss man echt mal sagen. Und damit wünschen wir euch eine gute Zeit. Ihr könnt wie immer. Liken, share, klicken, surfen, posten, swipen, taggen, snappen. Und kommentieren, das könnt ihr machen direkt unter dem YouTube-Video oder aber ihr schreibt ein Mail an info@metarena.ch. Ihr könnt uns auch via Twitter oder via Facebook kontaktieren. Ihr könnt auch schreiben, eine Sprachnachricht machen oder ein Video schicken an 079-957-6447. Über diese Kanäle könnt ihr euch auch melden, wenn ihr euch da dazugesehen wollt, so wie das der Dodo gemacht hat. Einfach schreiben, dann sind ihr herzlich willkommen. Dann gibt es noch... Ah, Geld könnte man noch ein bisschen brauchen. Hilfe, wir brauchen Geld, den habe ich nicht sortiert. Das ist jetzt wieder mal schade. Hilfe, wir brauchen Geld. Schnell. Und das könnt ihr uns schicken via paypal.me/metarena oder unter metarena.ch/support findet ihr die Bankverbindungen. Dort findet ihr ebenfalls die öffentliche Amazon-Wishlist Bücher für kurz. Dann können wir Bücher heimschicken, damit ich das Geld nicht einfach versaufe. Was haben wir noch? Wir haben noch metarena.redbubble.com für Metarena-Merch. Bisher am meisten verkauft wurde ist das asoziale Zürcher-Motiv. Was überhaupt nichts mit der Metarena zu tun hat, aber finde ich gut, kann man machen. Jens, habe ich was vergessen? Nein, ich glaube, du hast wieder alles abgedeckt. Ja? Dann bedanke ich mich vielmals fürs Interesse. Wir hören uns im Idealfall nächsten Dienstag wieder. Vielleicht wird es auch ein bisschen später. Sagen wir inshallah nächsten Dienstag. Bis dann, eine gute Zeit. Macht's gut. Ciao zusammen. Ade. Tschüss.